Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Fiddle Beast Unleashed mit Kai. Hallo Hallo Kai. Chris. Hi. Ich war wieder mit dabei, ja. Episode hat meine Kekse gefressen. Nein. Doch. Okay. Ich gebe es zu. Wo haben wir eigentlich stehen geblieben? Ach Chris, so. Das ist noch nicht trocken hier. Da fehlt noch ein Block. Trockne! Ich muss pusten. Trockne! Chris, hilf trockne mir! Schneller, warte, ich komm! Ich muss pusten und pusten. Alter, wo bist denn du? Ja, ich bin unten. Jetzt komme ich wieder hoch. Hier hinten. Nein, du bist falsch. Lord. Warte, ich helfe. Ach, du bist auf der anderen Seite. Oh. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Lol, Chris, stell dich mal hier hin. Ich wollte gerade so sagen, guck mal, das sind direkt so zwei Blöcke und dann auf einmal verschwinden die. Meinst, der eine ist jetzt auch getrocknet. Echt? Ja. Oh mein Gott, waren das die Illuminaten? Ich wollte gerade sagen, da ist einer getrocknet, in dem Moment ist der andere auch getrocknet. Lol. Voll crazy. Ich hab ein bisschen vorgebaut schon, wie es aussieht. Könnte mal, ja, halt, wie der Umriss aussieht. Das könnte ich mal den Zuschauern zeigen. Im Tingleplayer oder was? Ja, das zeige ich. Also ich hab das noch nicht fertig gebaut. Ich nee, nur zeig das denen nicht. Warum nur den Grundriss, dass die wissen, aha. Ja, dann sehe ich's doch nicht. Ja und? Ist mir doch egal. Wichser. Wichser. Will ich ja hängen. Bring dich um. Papp ich schon. Oh. Ja, das ist der Grundriss. Hier kommt man rein. Dann ist es die ganz normale Etage. Dann kommt hier aber noch eine Etage drüber. Noch eine höhere. Wo dann hier der Kontrollraum ist. Hier sind die Schleusen zu den Stationen. Zu den zwei Stationen. Ja, so sieht der Grundriss quasi aus. Also ich habe nicht weitergebaut, weil irgendwie es ist mir doch ein bisschen zu groß. Und warum soll ich es noch schon mal bauen, wenn ich es ja noch mal baue, nämlich im Dings. Nämlich in der richtigen Welt. Deswegen. Oh. Hallo Kai. Ah, ich war ja hier auf dem Boden. Jetzt hat der Kai das nicht gesehen. Aber ich hab dem Kai noch keinen Screenshot gezeigt. Ich merk grad, der Sound ist ein bisschen laut. Mach jetzt meine Kai. Wand weiter. Alleine! Kai, es tut mir leid, aber du hast mich doch nicht gefragt. Bitte nicht weinen. Warum meinst du jetzt? Weil ich Kekse mag! Achso, du weinst, weil du keine Kekse mehr da hast. Oh, scheiße. Ist nicht gut. Aua, aua, aua. Was, aua? Hast du dir Kopf im Aua gemacht? Hast du dir Kopf im Aua gemacht? Was? Hast du dir Kopf im Aua gemacht? Hast du dir Kopf im Aua gemacht? Bist du ein Phantom? Ja, ich fress dich gleich auf. Oh, ich freue mich voll auf das neue, Neue, Sonst immer noch mir denn das. Auf das neue Legend of Zelda! Und das kann ja auch nicht kommen, weil es vielleicht noch ein Jahr dauert oder so. Genau. Wahrscheinlich. Weil ich nie nächstes Jahr bei der E3 oder so. Gibt's wahrscheinlich irgendwelche Anzeichen davon. Ich glaube nämlich noch nicht, dass es bis vorbei. Denkst du, bist du mal... Ja, du weißt... Guck mal, ich glaube, die haben schon die ganze komplette Welt gemodelt. Das glaube ich schon. Also die haben ja schon... War ja eine Ingame-Szene, was die da gezeigt haben, ne? Ich weiß nicht, ob das Ingame war. Das war, glaube ich, gerendert. Ich glaube, die haben sich einfach hingestellt. Ach so, das... Ja, aber... Weil das, was danach kommt, diese mit diesem, Kampf da, gegen was es auch immer war, vielleicht ein Endboss oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, was du meinst. Hast du den nicht gesehen, den Kampf gegen so ein komisches Vieh?
weiß es jetzt nicht, meine ich. Gegen, wo alle jetzt sagen, ja, Zelda sieht die zu jedem Zelda irgendwie ein bisschen weiblicher aus. Keine Ahnung, ich habe Zelda gar nicht gesehen in dem neuen. Nicht Zelda, Link meinte ich, oh mein Gott. In einem, dem neuen Zelda, Link sah immer weiblicher aus. Immer weiblicher oder was? Ja. Das denn? Ja, der sieht auf jeden Fall, also ich finde schon, dass er so ein Mischmasch zwischen Mädchen und Junge ist, weil er ist schon ein bisschen feminin. Also schon ein bisschen, ja. Also er ist kein starker, junger Held, der jede holde Maid rettet. So sieht der ganz sicher nicht aus. Na, hallo? Der würde bestimmt auch andere retten, außer Zelda. Ja, ich bin aber auch keine Madam. Keine Frau. Und ich werde die auch nicht retten. Obwohl, da wäre ich mir nicht so sicher, aber egal. Was? Jetzt redet kein Wort mehr mit was? Mir. Was? Ich hab ich gesagt. Bin jetzt nicht weggekommen. Hä? Der würde je. Also, mich würde er nicht retten, weil ich ja keine Frau bin. Aber bei dir wäre ich mir nicht so sicher. Aha. Ah, Quatsch, ey. Das hat er nicht so gemeint. Nee, ich war was? Warum bist du jetzt böse zu mir? Hast du mich jetzt? Ja. Warum? Weil du bist. Weil du du bist. Warum hasse ich dich eigentlich nochmal? Hui. Ich bin der Rasenmäher 3000. Kaufen Sie mich bitte jetzt im nächsten Bauladen. Hallo, ich bin der Rasenmäher 3000. Ich kann mit Ihnen ganz tolle Unterhaltung führen, ja. Hast du irgendwie zufällig einer von meinen Scaffolds aufgesammelt? Mein Inventar ist voll. Ich bezweifle es. Hast du zufällig einen von meinen Scaffolds aufgesammelt? Nein. Sicher? Ja, ich hab grad nachgeguckt. Ich will da mal ein Scaffold. Der vielleicht hängt in der irgendwo in dem Dings drin. Oh, da ist es. Guck, ohne mich Schutz würde ich ja noch nicht mal dein. Du könntest ja noch nicht mal ohne mich essen, ey. So dumm bist du. Nein, Quatsch. Nein, du bist dumm. Nein, du bist dumm. Okay. Wenn sie das sagen, dann muss das ja stimmen. Aber nur bei Sonntag. Aber heute haben wir keinen Sonntag, sondern Dienstag, also bin ich nicht drin. Arschloch. Was war am Dienstag? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, am Donnerstag kommt wieder Naruto. Und heute kam wieder Games of War, die neue Folge. Auf Staffel 4. Das ist 7 plus 3. Willst du mich verarschen? Also 7 plus 3 sind bestimmt 10, aber ich schon nicht weiter nächste sagen. Nächste Woche fängt meine Serie wieder an. 7 plus 3, du bist wirklich so ein dummes Kind, ey, ich schwör's dir. Ich hab das nur aus Spaß gesagt, ne? Das glaube ich dir nicht. Das ist mein Ernst. Ich muss mit dem Kai auch... Was soll denn 7 plus 3 sein? Natürlich. Also sicher wär ich bei mir nicht... Was soll denn 7 plus 3 sein, ja? Was soll da sein? Die Welt geht unter, oder was? Nein, irgendwas, was mich nicht interessiert. In 3 Tagen. Oder in 10 Tagen. Nee, da passiert gar nichts. Weil in wir 6 Tagen geht man nicht mehr weiter. Ja, oh. Möchte. Geil. Oh. Das heißt, am 23. Aber ich kann die erst wieder Dienstag sehen, ja? Also die kommt am. Die kommt am Montag. In Englisch. Was denn? Die kommt am Montag in Englisch. Ach so. Das heißt, ich kann die am Dienstag richtig gucken, Englisch. Geil.
Und am Donnerstag kann ich die mit Untertiteln gucken. Aber da ich wahrscheinlich nicht warte, bin ich dann am Dienstag ohne Untertitel. Weil die bestimmt total behindert ist. Kann sein, sehr in so einem Meister. Ja, ist okay. Meine Serien ja, ohne Spaß! Ich meine, es ist ernst, dumm, Alter. Ja, ist okay. Ist ja, ich meine es auch. Außer Mentalist. Ja, ist also. Okay. Die Krimi-Serien, ja, wer drauf steht, ist keine schlechte Serie. Jetzt habe ich meinen Dienst. Aber die ganze andere Scheiße, die du guckst, das ist. Wer guckt sich das an, außer kleine Mädchen? Ah, stimmt, aha, ja. Genau. Ich vergesse es ja. Kai ist ja ein kleines Mädchen, wenn ich weiter sage. Hey Kai. Und sowas wie How I Met Your Mother gucken sich natürlich nur kleine Mädchen an. Ja, das ist doch eh schon vorbei. In Deutschen noch nicht. Jo, aber das ist doch schon lange bekannt. Ich dachte, Ende, was ziemlich komisch ist. Ich weiß es aber noch. Das ist Ende vom Ende. Ja, ich weiß, aber ich meine ja. Das ist ja schon eigentlich offiziell beendet. Ja, natürlich. In ja, guck, England. Also 10 ist ja. Ja, klar, aber trotzdem ist es ja keine aktive Serie, die noch eine neue Staffel kriegt oder so. Aber soll da nicht sowas kommen wie How I Met Your Dad oder so? Ja, aber wann ist halt auch immer so die Frage. Was ja, ich auch ein bisschen. Das würde ich mir dann auch angucken. Wenn es nicht so schlecht ist. Also, ich weiß nicht. Ich fand How You Met Your Mother also nicht, also ich finde es nicht so, ist nicht meins, es ist halt Comedy drauf. Markus hat glaube ich immer geguckt. Ja, was der Markus macht, das sagt, was der Markus macht und nicht was ich mache. Schlaue, gell? Ja. Gell? Aber das ist ja deine Sache, wenn du es nicht guckst. Aber dann gibt es noch so andere Sachen wie NCIS oder so, die auch nicht schlecht sind. Die sind auch nicht schlecht, Serien, die habe ich auch geguckt. Die ich gucke. NCIS habe ich auch schon geguckt, bis zu 9. Staffel, glaube ich. Die haben jetzt bei der 11. glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ist schon ein bisschen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass im Moment eine Halbstaffelpause ist und deswegen geht's gerade nicht weiter in Deutsch. Mentalist finde ich auch nicht schlecht, aber ich habe keine Lust weiter zu gucken. Ich weiß auch nicht, verstehen bei der kann. 2. Staffel, ja, weil ich noch so viel anderen Zeug zu gucken habe. Ja, Mentalist sollte man einfach gucken. Nein. Da kommt ja bald dann auch jetzt die 7. Staffel irgendwann. Bei Mentalist. Ja, in Englisch müsste bald die 7. Staffel kommen, glaube ich. Nee, ich meine, die kommt erst noch. Ah, oh, fuck. Ich habe mein Handy extra breit gelegt, um Dings, um, ja, Stoppuhr zu machen, aber ich hab's mal wieder verpennt. Ich auch. Oh, mein Gedächtnis. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange davon geht die Folge. Dann haben wir ungefähr angefangen. Warte mal. 20 Minuten würde ich jetzt grob sagen. Also die Folge müsste seine 15 Minuten haben, um es anders auszudrücken. Ja, müssten sie eigentlich auch. Weil ich habe vor der Aufnahme habe ich einem Kumpel geschrieben, habe ich gerade nachgeguckt, war um 14.04 Uhr und jetzt haben wir 14.20 Uhr. Deswegen würde ich sagen, bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play, Fidibis Alish mit dem Kai und mit mir dem Christian. Tschüss! Tschüss!